So, und damit ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge Train Fever. In der letzten Folge haben wir unsere Bretterproduktion hier optimiert mit zwei Zügen. Nach der Folge ist mir aber aufgefallen, dass der eine Zug Holz transportieren kann und keine Bretter. Und das müssen wir ganz dringend ändern. Und zwar der Bretterzug ist der hier. So, und schau mal, was hier los ist. Wo fährt er hin? Den verfolgen wir mal kurz. Sehr gut. So, dann tauschen wir hier gleich nochmal die Hänger aus. Alter, das ist taktisch unklug, wenn der Holz transportieren soll. Er soll zwar Holz transportieren, aber halt Bretter und keine Holz in dem Sinne. So, das Ganze also nochmal. Wagen. Güterwagen. Krugenwagen. Und diesmal bitte mit Holz. Nicht Holz. Bretter natürlich. So, Bretter. Jetzt haben wir es richtig. Jetzt müssen wir bloß gucken, ob der Bretterzug gerade in der Nähe ist, der andere. Jetzt machen wir mal kurz auf Pause. Wo treibst du dich gerade rum? Sehr gut, der treibt sich nämlich gerade auf dem Weg Richtung Abladestelle rum. Dann kriegst du... Komm mal hier runter mit deinem... Ich verstehe gar nicht, dass unser Fenster allerdings so weit oben jedes Mal spawnen. So, dann habe ich jetzt die Produktion, die Transportdings da verdoppelt. Okay. Haben wir das erledigt? Gucken noch mal kurz. Die können jetzt beide Bretter transportieren. Alles klar. Auf geht's. So. Ah, ich habe wieder vergessen, mich einmal zu drehen, dass das länger aufhört. Ich habe mich doch in der letzten Folge beschwert, dass mein Spiel so hackt. Das könnte an meinem Grafiktreiber gelegen haben, weil Nvidia wollte unbedingt, dass ich einen neuen Grafiktreiber installiere. Also habe ich das heute mal gemacht. Und dass es jetzt auch leckt, ist, weil ich gerade frisch auf die Karte gespawnt bin. Jetzt geht's. Okay, so. Geht's an unseren Kollegen hier hinten. Schön. Gut, was machen wir heute? Ja, ist ja gut, wir haben es ja verstanden. Wir haben es ja verstanden. Ich bin der Meinung, dass wir in der letzten Folge noch gesehen haben. Genau, guck mal hier, Öl-Sauerlach und Plastik-Gütersauerlach. Die beiden müssen nämlich wieder ausgetauscht werden. Das sind die beiden hier unten. Die werden wir jetzt als erstes austauschen, dann werden wir... Was machen wir danach? Das weiß ich noch nicht, was wir danach machen. Dann müssen wir noch die eine Linie benennen, auf jeden Fall. So. Wir müssen aber auf jeden Fall gucken, der fährt mit 83 von 120. 83 von 120. Vielleicht kriegt er nachher gleich noch ein paar Draufbänger mehr. So, hier ist die 110, die darf 150 fahren. Die 110 ist auch im Güterverkehr zu treffen. Die 120 eher nicht. Da sind wir die 110 mit Wagen, und zwar Güterwagen. Suchen uns unseren Öltransporter aus, das ist der Kesselwagen. Öl, der hat jetzt 8, da kriegt er 10er. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, warten wir kurz, bis der ersetzt wurde. Weil die endgültige Lok ist es natürlich noch nicht, aber die endgültigen Wagen wahrscheinlich. Außer ich finde noch ein paar schöne Kesselwagen auf Train Fever nett. Das kann gut möglich sein. So, schneller. Achso, der kommt gerade zurück, okay.
Dann brauchen wir den Güterplastik. Wie viel Wagen hat der dran? 12er. Ja, die werden es wahrscheinlich auch erstmal werden. Wie gesagt, mein Problem an der ganzen Geschichte ist, wie lang ist denn der mit 12 Wagen? Schauen wir mal kurz. Sprich, wenn ich die 12 nehme? Dann sage ich einfach, okay, ich habe eine Idee. Da ich ja die Dinger einsetzen möchte, die Autotransportwagen. Ne, wir bleiben jetzt hier, bleiben wir bei elektrisch. Nehmen aber Wagen, Güter. So, wir hatten diese Wagen. Und wir nehmen jetzt Plastik. 2, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh, jetzt wird er ersetzt. Und er passt rein. Sehr gut. Er kann jetzt 99 Güter mitnehmen und 130 Plastik mitbringen. Das müsste eigentlich reichen, oder? Wir gucken mal kurz, was hier oben so an Plastik rumliegt. Ja, ist okay, ist okay. 50, er hat 168 von 400. Ja, ist okay. Jetzt habe ich wenigstens auch die Autotransporter eingesetzt. Es war mir ein Bedürfnis, die einzusetzen. So. Als nächstes möchte ich jetzt erstmal die, ein bisschen Klickarbeit auf deutsche Sache wieder machen. Und zwar hier die ganzen ersetzen. Und zwar in dem Fall hiermit. Jo, Eisenerz. So. Dann hier. Sollte ich vielleicht auf Pause mal drücken? Nicht, dass hier noch auf kurz oder lang welche ersetzt werden. Holz. Das ist Kohle. Kohle. Jetzt ist die Frage Plastik. Kann ich mit dem Güter, mit dem Öl, der kann nur Güter, also müssen wir Plastik den erstmal belassen. Stahl, Stahl, Moment, da muss ich jetzt mal kurz Stahl, der kann nur Holz, okay. Stahl bleibt auch. Aber die Güter können wir. Güter, Güter kriegen die hier. Güter. 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 Was soll man hier machen? Hier wollen wir mal ihn rausnehmen.
So. Die können wir dafür auf. Die dürften nicht miteinander verbunden sein, Grevensmühle und Poschwitz. Poschwitz ist jetzt dran, ne? Kriegt Güter. So, Poschwitz, Ratsweiler. Und die machen alle Plus. Das ist total genial. Ratsweiler, Sauerlach. Ach, das sind die. Ich muss auch kurz sagen, wie viel können die denn transportieren? 16. Die 13. Dann nehmen wir die mal. Es kann aber sein, dass wir dann später. Ich habe noch einen anderen Mod hinzugefügt, der nur mit Satz-L-Fliegern arbeitet. Kann sein, dass wir die später dann nochmal alle ersetzen. Aber erstmal abwarten. So. Hey. So, Sterblo haben wir auch. Sterblo, Stünz, Mühle fehlt noch. So, selten war das und jetzt haben wir noch Öl. Hier haben wir noch Öl. Die sollen natürlich auch kriegen, wir nur das war Eis. Das ist Öl, ne? Genau. Weil was mich an diesem Mod halt stört, sind die Ladegeschwindigkeit momentan. So, dich ersetzen wir auch gleich mal. Und Poison 2 natürlich auch. So. Gut, der Rest fährt erstmal auf den weiter. Ist okay. Alles klar. Oh, die werden schon ersetzt, okay. Die werden ersetzt, die werden ersetzt. Meine Güte. Ja, komm schon. Na toll. Jetzt kommt der Gelenkbus, okay. Okay. Die sollte ich mir noch mal kurz angucken. Die Frage ist jetzt, können diese Busse eigentlich noch mithalten? Ich hoffe es mal zumindest so. Ich wollte mir jetzt die neuen Wagen angucken. Die sahen nämlich gerade auf jeden Fall sehr interessant aus. Weil es sah halt so aus, als ob das, na, wie sagt man dazu? Neue Holzwagen dabei waren. Wo hab ich den jetzt? Moment. Jetzt ab hier. Güterwagen. So, hier Güter. Ah, das ist interessant. Güter und Öl. Mhm. Die machen nur Güter. Die machen nur Holz und können auch nur 110 fahren. Was ist denn da los? Nach Gröbritz. Gröbritz ist doch hier hinten, ne? Herzheim? Ne, da ist Gröbritz. Wie fahren wir da mit dem Zug, ne? Okay. Da sind 20, okay.
So, hatten wir jetzt noch irgendwelche Züge, die ausgetauscht werden müssen? Pulsen, Buslinie 2? Habe ich doch jetzt gesagt, sollen sie austauschen, ne? Oder bin ich da jetzt irgendwie... Moment, wir gucken noch mal kurz. Pulsen, BL2. Habe ich gesagt, sollen sie austauschen. Warum tauschen die so nicht aus? Frage. Also bestimmt irgendwo rumstehen, das habe ich mir doch fast gedacht. Wo stehen wir denn in der Gegend rum? Ach, guckt mal, wir haben einen Bug. Juhu. Busspur, ja. So, wunderbar. Jetzt wissen wir, warum die nicht ausgetauscht wurden. So, jetzt habe ich... Bis auf hier, warum eigentlich nicht? Weil bestimmt das, das und das stört. Wie die Haltestelle stört. Ernst jetzt? Benötigt die Haltestelle? Nee. Bitte kommt die Haltestelle weg. So, wir werden jetzt aber dann... Wir haben schon 17 Minuten. Ich habe das Gefühl, wir haben heute nichts Produktives gemacht. Das ist ja krass. Wir haben nur ein paar Optimierungen durchgeführt und sind schon wieder 17 Minuten um. Meine Güte. So. Das haben wir gemacht. Gut. Habe ich denn die eine Linie eigentlich schon benannt? Nee. Apropos Linie. Das ist... Bärzahn-Gröbitz-Barretal. Bärzahn... Gröbitz-Barretal. Bärzahn... Die hier ist es. Das ist der PZ07. Der PZ07 von BT von Barretal über GB wie Gröbritz nach BH. So, und da werden wir jetzt die Überlandbuslinie kennen. Dass der Zug hier auch mal langsam ein bisschen Plus machen kann. Und das ist... Straße, bitte. Da, die... Lass mich kurz gucken. Wir hatten ja schon ÖPNV eingesetzt. Der vom Bahnhof zu Bahnhof fuhr. Die habe ich mitgenommen, okay. Okay, auf jeden Fall werde ich diese Überlandbuslinie jetzt einstampfen. Nur sichtbar. Die ist weg. Ebenso werde ich die Überlandbuslinie, diese hier, die belasse ich noch, weil ich muss hier hinten erst ÖPNV einrichten. Mensch, 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 bin ich denn von allen guten Gästen heute verlassen? Fahren wir so rum. Genau, und da wenden wir wieder. Das wird, ja doch, das werden wir so machen, wird ein Zubringer wieder werden.
einzelner Zubringer nur für von Stadtmitte raus zu. Moment, die fährt doch schöne. Die fährt eine Straßenbahn schon. Okay. Hier fährt eine Straßenbahn. Soll vorkommen, wa? So. Straßenbahnschienen sollen trotzdem hier hochgelegt werden. Ja, nur fahr. So, dann und der. Jetzt kommen natürlich die ganzen Auflieger bestimmt. So wie ich da kommen sie. Okay. Jetzt machen wir erst eins fertig und das werden wir uns dann in der nächsten Folge angucken. Und zwar. Moment kurz. Die habe ich gemacht alle. Neue Linie. Das ist grün. Zick. Zwei. Erstmal Krypzig SL2 und jetzt nur sichtbar Straße verkaufen und weg die Linie. So, und dann wieder beginnt jetzt die Volkswanderung. Schaut euch mal an, jetzt wird hier schon ausgebaut. Und hier hinten stehen sie auch dann schon. Sehr gut. ...24 Mann sind schon mal mitgekommen. Finde ich ja schon mal sehr gut. Was war das? Achso, die Straßenbahn. Geil. Die Sounds habe ich noch gar nicht gehört. So, dann können wir uns jetzt angucken, was wir in der Folge alles mal beschleunigen hier. Den da. Fahrzeug wählen. Jetzt ist die Frage, was kannst du transportieren? Güter? Güter. Und du? Öl. Welche habe ich jetzt gerade auf dem Plastik? Wo ist mein Öl? Hier ist. Ach so, das habe ich ja schon. Okay. Ich brauche was für Stahl und was für Plastik. Hm. Gut. Oh, hier geht es jetzt aber gerade ab. Wer steht jetzt hier auf was? Okay. Du kannst 32 mitnehmen. Da wird noch eine Unterstützung gefordert. Na komm hier.
Da kommt der nächste. Mal gucken, was wir jetzt Schickes kriegen. Ach, guck mal, da kommt der IC1. Sehr gut. Den können wir uns auch gleich nochmal angucken. Und zwar, ob wir den alleine zusammenbauen müssen oder ob das ein... Na komm her. Oder ob das ein Triebzug ist. Triebzug sag ich schon, Triebwagen natürlich. Da ist er. 159 Mann kann der mitnehmen, okay. Ladegeschwindigkeit 20, sehr gut. Okay. Da wir jetzt schon wieder bei 26 Minuten sind. Okay. Schaut euch das mal an hier. Sehr schön. Also die Farm ist ja so halb bis dreiviertel voll. Eisenbahn. Damit dürfte der guck mal hier nur sichtbar. Danke. Und damit machen die jetzt schon plus. Top. Sehr gut. Gut. Also ich würde dann jetzt sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Train Fever. Wenn es euch gefallen hat, lasst ruhig einen Daumen da. Oder einen Kommentar oder ein Abo, wie ihr wollt, wie ihr lustig seid. Und bis zur nächsten Folge wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis dahin, auf Wiedersehen.